So, hallo zu einem weiteren Hookworm Let's Play Teil 8. Hallo. So, wir haben euch eine gute Nachricht zu überbringen. Und wir haben News, also ja. News. Was? Das ist eine News-Folge. Ja, und ja, wir haben euch gute Nachrichten zu überbringen. Einmal, dass wir wieder da sind und jetzt regelmäßig Let's Plays machen werden. Ja, und dass wir jetzt den Hexit-Mod, das Hexit-Mod-Paket haben. Ja. Das freut uns sehr, denn das hat nur ungefähr 5 Minuten gedauert, dann hatten wir es drauf, ja. Und da haben wir jetzt innerhalb von 2 Tagen, haben wir uns eine richtig geile Survival-Welt erarbeitet. Und ich würde mal sagen, wir stellen die dann auch mal vor. Und wir zeigen euch, also ich mache eine Folge, eine also Mod-Vorstellung. Dann seht ihr, wie man es downloadet. Das geht easy. Das geht easy puppy, ey. Also, es kommt drauf an, ob ihr Mac habt, also Apple oder Windows. Ja, es ist eigentlich egal, was ihr habt. Geht alles. Ja, geht alles. Mac, Windows, Apple, die drei Sachen gehen. Also, es ist echt easy puppy, das alles Alter, zu machen. Die musst du richtig. Ach, Alter, bist du wieder. Auf jeden Fall hier, ich würde mal sagen, du kannst die Kamera hier halten und auch was dazu sagen. Ja, also, wir haben schon angefangen aufzunehmen, also zu spielen, meine ich. Und wir sind ganz schön weit und ganz schön gut. Und dann, gestern Abend, hat es einfach nicht mal probiert, also funktioniert. Da habe ich die ganze Zeit drum rumgewerkelt. Echt, wir waren so depressiv danach. Dann ist Luan schlafen gegangen. Ich habe, glaube ich, noch bis 1 Uhr nachts noch dran, nee, bis 0 Uhr habe ich noch dran gearbeitet. Habe versucht, die ganze Zeit zu reparieren und so einen Scheiß. Also ich war voll depressiv, ja. Wir haben uns eine so geile Welt erarbeitet und auf einmal leckt das alles und stürzt ab, ja. Und dann so, mussten wir einfach nur so einen Mod, so einen falschen Mod, keine Ahnung, was für ein Mod das war, das war halt so ein Mod, so ein Meta-Inf-Mod. Und das war halt so ein Mod, der eigentlich einfach nicht zum Modpack dazugehört, so nicht halt gestört. Dann habe ich halt gelöscht, die ganze Zeit versucht, hat nicht geklappt, dann habe ich ihn ausgeschneidet. Und dann habe ich den gelöscht, den Mod. Und dann ging alles wieder perfekt und es macht auch riesen Spaß. Auf jeden Fall. Und ich muss aber noch ein richtiges Hexet, Specs, Texturenpaket, Mods runterladen. Dann die Texturenpaket, dann sehen die Schwerter noch geiler aus. Ja, die sind jetzt gerade so verpixelt. Ja, sieht ja okay aus, oder? Ja, sieht okay aus. Wir haben auch Stäbe und alles und ja, es macht auch riesen Spaß. Auf jeden Fall und wir werden es euch einfach in einem Let's Play zeigen und ja, wir haben uns das Haus auf einer Insel, ja, da gibt's auf so einer Slime-Insel, das ist eine große Insel, einfach in der Welt, ganz weit oben und da kann man dann mit einem Electric Stuff hochfliegen. Und da sind dann so erstarrte Schleimbälle und blaue Slimes. Ja, und ja, dann sind die halt da und da muss man, dann gibt's auch so Slime-Blöcke. Die muss man dann abbauen, dass keine da mehr spawnen. Da ist da auch so Slime-Wasser, keine Ahnung. So blaues Wasser, da spawnen die drin. Ja, und auf jeden Fall haben wir das jetzt alles abgebaut. Ja, einen riesen Tower sozusagen bauen wir dahin. Wir haben jetzt nur das Fundament gebaut. Also das ist noch ganz am Anfang. Aber auf jeden Fall haben wir viele, wie heißt es, Backpacks, genau, Alter. Ja, Rucksäcke, ne? Und wir sind gerade da, wir sind gerade in so einem, wie nennt man das, in einer Burg drin. Also wir haben eine Burg schon gestern erobert. Da hatten wir ganz schön viele Sachen schon am Anfang, so 5 Backpacks voll. Und jetzt erobern wir sozusagen so einen Burgturm. Ja, und da haben wir jetzt 2 Backpacks voll. Und ich würde mal sagen, wir werden es euch einfach zeigen und ich überlasse das jetzt mal Malte. Hier, bitteschön. Ja, hallo und bei Frisur. Hier, an der Cut. Und nehmen wir eine Frisur wie Will Smith. Also, das heißt Will Smith, meine Prince von Bel Air. Kennt ihr? Wollen die alle hier. Ja. Haben gesagt, es klappt irgendwie und ja. Ich hab gleich nochmal probiert. Wir haben ja noch Ferien, da sieht mich ja keiner. Und
Hier, Luans kleine Kleider wieder. Ja. Von der Marke Bambus Panda. Bambus. Ja. Emma! Genau. Und hier, alles voll schön. Ist Kaiserslautern da hinten. Oder nee. Ja, hinten. Ach nein. Und Leo. Und ich mache dann eine Hexenvorstellung und so. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich versuche noch too many items reinzufügen, weil da macht noch mehr Spaß, weißt du? Richtig. Und wenn du halt Bäume abbauen willst, ist ja Timbermod drauf. Keine Ahnung, ob der so heißt, aber ich glaub's, ja. Und da fallen halt die Bäume direkt, gehen die direkt kaputt, wenn du den untersten Block abbaust vom Baum. Und dann kommen auch diese ganzen Setzlinge raus. Und der Baum ist dann komplett weg. Aber deine Axt geht halt schneller, viel schneller kaputt. Aber macht nichts, weil die Verzauberung ist geil. Kannst du einfach einstellen, was du verzaubern willst. Aber du kannst auch auf Vanilla Minecraft einstellen, also aufs normale Verzaubern. Und ja, es macht Spaß. Ich hole mir noch ein. Ja, wir haben vergessen, ein Aufnahmeprogramm zu holen. Mach ich irgendwann noch. Aber der Luan will noch ein Schiffsmod installieren. Keine Ahnung, Schiffsmod oder so, weißt du? Damit kann man ein beliebiges Boot bauen, daran dann einfach so einen Steuerknüppel setzen und dann einfach richtig drauf machen und dann fährt man das ganze Boot schon. Und es gibt Air Balloons, also falls ihr es kennt, das ist dann so ein Luftschiff. Ja, das hat der Lesbe ja da auch so ausgesprochen, keine Ahnung. Ja, das war so ein Amerikaner, egal. Auf jeden Fall kann man das da auch machen und ich wollte den mir einfach mal installieren und gucken, wie das so klappt, ja. Und das werde ich auch machen und auch natürlich ein paar Let's Plays hinzufügen. So, Malte, hast du noch was zu sagen in dieser Folge? Ja, weil es sind nämlich schon 7 Minuten um. Ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Die schließt dann gerade hier an, ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn euch gefällt. Und abonnieren. Danke, ciao.